Morgen, Leute. Meine Nacht in Hattingen habe ich jetzt hinter mir. Heute ist Mittwoch. Wir haben so 7:45. Und jetzt geht's los Richtung Duisburg. Das Wetter kann sich im Moment noch nicht so recht entscheiden. Das sieht noch so alles grau in grau aus. Aber ich glaube, das wird noch. Und dann würde ich mal sagen, ich fahre jetzt los. Hier gibt es so alle paar Kilometer so ein Schild. Finde ich sehr gut, wenn einmal was passiert, wenn man so wie ich alleine unterwegs ist. Tolle Sache. Thank you.
Ja, hallo. Also, ich kann nur sagen, es ist echt schön hier. Ich bin hier fast alleine auf dem Radweg. Und da vorne fahre ich gleich über die Brücke und dann gucke ich mal in Steele nach einem Frühstück. So, ich komme jetzt gerade aus Steele, das ist glaube ich ein Vorort von Essen. Da habe ich jetzt schön gefrühstückt, war gleich die Fußgängerzone, habe ich gleich gefunden und auch ein Netto, wo ich meine Wasservorräte dann auffüllen konnte und mein Leergut los wurde. Läuft, astrein. Und jetzt geht's weiter Richtung Duisburg. Wir haben jetzt gleich 9:45 Uhr, los geht's.
Mahlzeit, kann ich schon fast sagen. Wir haben 11:30 Uhr. Ich bin gerade durch Werden durchgefahren, über die Brücke wieder zur anderen Ruhrseite übergesetzt und habe jetzt noch 15 Kilometer bis Mülheim. Ich bin jetzt am Baldeneysee vorbeigefahren, das war sehr schön und da waren sehr schöne Biergärten. Aber es war mir noch zu früh von der Uhrzeit her. Aber in Mülheim, denke ich mal, werde ich mal sehen, dass ich ein kaltes Weizen kriege, damit die Gelenke geschmiert werden. Würde ich mal sagen. Dann will ich noch weiter kurbeln. Bis später. Im Hintergrund sieht man die berühmte Ruhrtalbrücke. Die Ruhrtalbrücke ist die kurvenreichste Brücke, nee, die höchste oder die längste oder keine Ahnung, irgendwas. Aber auf jeden Fall ein ganz schöner Klopper. Thank you.
Hallöchen. Hinter mir seht ihr das Aquarius in Mülheim. Da war jetzt so ein kleines Kiosk davor, so ein Pommeswagen. Und da gab es auch was Kaltes zu trinken. Da habe ich mir erstmal ein schönes Weizenbier gegönnt. Und jetzt fahre ich weiter Richtung Duisburg. Ich habe jetzt noch zwei Radfahrer getroffen, die mich noch drauf gebracht haben, dass in Duisburg ja diese große Sandburg noch steht. Die werde ich mir bei der Gelegenheit auch noch ansehen, wenn ich es finde. Wetter ist super, kann man nichts sagen. Und jetzt geht's weiter. Thank you.
Gehen Sie ruhig weiter. Ja, Leute. Bin jetzt in Duisburg, war im Innenhafen, hab da schön gegessen. Und ja, dann bin ich jetzt gleich an der Mündung von der Ruhr und da endet dann mein Video über den Ruhrtalradweg. Und morgen werde ich mich da wieder melden, dann gibt es nämlich ein Video vom Lipperadweg. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier aus diesem Großstadtmoloch wieder rausfinde. Das ist für mich der pure Stress. Ich bin froh, wenn ich das geschafft habe. Also, bis denn. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.